Wow, da ist dieser riesige Priester, der schon totgeschossen wurde. Und Stühle. Nicht sehr ordentlich hingestellte Stühle. Das dulde ich nicht. Ich muss diese Stühle vernichten. Was ist das hier für ein Raum? Sieht hier ja nach Bosskampf aus. Aber da rechts oben und links oben sind Gegenstände. Eine Festhalle. Okay, was bist du? Egal. Diese Stühle stehen nicht ordentlich. Sie müssen vernichtet werden. Ah! Wir brauchen Ordnung hier in der Kirche. Sonst wird Gott uns niemals besuchen kommen. Der Gott mit den komischen Hörnern, wie sie ihren Gott auch immer nennen, ich weiß es ja nicht. Ich habe mich nicht mit der Glaubensgebung dieses Spiels auseinandergesetzt. Sterbt, okay. Kann ich nicht irgendwie so einen Flächenangriff machen oder sowas? Ich weiß was. Schwert aufpumpen, 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 Schwert aufpumpen. Zielen. Schwert, Schwert und Richtung und BÄM! Schwert und Richtung und BÄM! Okay. Schwert aufpumpen, 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 Schwert aufpumpen! Und BÄM! Okay. Und nochmal. Achso, da haben wir schon. Kann ich das auch noch kaputt machen? Ach, das wird mir jetzt langsam zu doof. Hallo, du komisches Ding da vorne. Reden wir mal mit dir. Wir sind die Kreiselklingen. Wer unsere Kraft in Anspruch nehmen will, muss Anima Mercury besiegen. Na, dann komm her, Anim. Okay, da ist eine unsichtbare Wand. Dann gehen wir einfach mal hier in die Ecke hinter. Setz uns. Oh, hallo, Gottesstatue. Was soll ich denn bitte bei dir kaufen? Den davon haben wir einen bekommen. Okay, ja, schön. Ich kann nicht auch so viel. Oder Moment mal, ich möchte mal wissen, was das jetzt ist hier ist bei Optimieren. Was ist das? Setzen Sie ausgewogen, statten Sie Ihre Figur mit Power-Up-Techniken auf. Was ist das? Abwechslung gibt hier. Statten Sie Ihre Figur mit einer Mischung verschiedener Techniken aus. Statten Sie Ihre Figur mit Technik, jeden Technik, die aus Anfänger leicht hart haben kann. Ich weiß nicht, was das ist. Erwerben Sie automatisch die optimale Fähigkeit. Ach, automatisch hier. Schmann. Wir machen alles per Hand. Devilbringer. Was können wir mit dem Devilbringer? Snatch. Hellbound. Und Buster. Okay, weg hier raus hier. Du kannst mir gar nichts sagen, Dämonenstatue. Hier ist eine Tür. Die behalten wir jetzt erstmal im Auge. Aber auf der gegenüberliegenden Seite ist auch eine Tür. Das sind sogar zwei Türen. Oh, warte, hier sind ganz viele Türen. Und der Kronleuchter bewegt sich von alleine. Sollte mir vielleicht doch etwas Angst machen. Oh mein Gott, wieso kann ich da durchgehen? Ach, okay. Ja, du kommst hierher und dann BÄM! Und dann kommst du nochmal her und dann nochmal BÄM und dann... Ah, mit diesem Strich gehe ich auch nach vorne. Schaut mal, wie ich sie jetzt stalken kann. Boah, ich bin der neue Turbo-Stalker. Kann ich damit doch einfach durch die Gegend laufen? Ja, könnte ich. Ich brauche nicht mehr gehen, ich kann sowas. Okay. Ich freue mich hier. So, dann nehme ich das hier mit. Spiegel der Vergangenheit, stirb! Sonst sehe ich die Eltern von Harry Potter darin. Oh Gott, wie schlecht. So, da geht's auch nicht weiter. Hier kann man nach rechts. Ich wusste doch, dass dieser Spiegel eine Lüge ist. Ich will da durch. Ich sehe doch, dass man da durch kann. Wie kommt man da durch? Ich mache alles dafür. Komm. Ich will diesen. Das da will ich in der Luft können, das wäre geil. In der Luft so nach vorne gleiten. So, kann ich hier irgendwas machen? Ich hätte meinen Super Snatch, aber der geht nicht sehr weit. Dieses Tor geht auch nicht auf. Nope, sieht nicht so aus. Okay, dann stimmen wir einfach mal nach in die Richtung nach da vorne. Dort wäre noch eine Tür. Ist es jetzt hier Rätselreiten, wo lang ich muss oder was? Irgendwie ist es aber geil, das ist irgendwie so Dracula-mäßig. Bam. So, machen wir erstmal hier die Möblierung wieder kaputt. Einfach damit wir uns bald wieder noch mehr Leben kaufen können. Hurra! Oh Gott, man kann sogar das auf dem Tisch kaputt machen. Ich glaube, ich lasse es kaputt machen. Das wird ja sonst hier ein 1000 Jahre Let's Play. So, was bist du da für ein komisches Viech an der Wand? Ah, ein Elch. Kann ich dich untersuchen? Nö. Ich glaube, warte mal. Ich habe mich doch schon gefragt. Ich höre doch was die ganze Zeit. Dann schauen wir mal, woher dieses Rümpeln kommt. Vielleicht bringt es uns ja um. Ich würde gerne jetzt um die Ecke schauen.
Aber das darf ich natürlich nicht. So. Oh, ein riesiger Flammball. So, wissen die Kreisel klingen? Ja, okay. Ich kenne ich ja. Was steht da? Es kommt nur weiter, wer Feuer abwehren kann. Vielleicht kann eine Kreiselklinge als Schutzschild dienen. Okay, da kommen wir nicht weiter. Tschüss. Wir gehen schon wieder. Auf unseren Weg. Bam! Mein Gott. Ist das spannend. So. Das war's mit dem Abendessen. Neo, kannst du bitte den Tisch abräumen? Ja, Mami, ich hol mir schnell mein Schwert. Das wäre doch eine schöne Vorstellung. Und kommen die Dinger immer wieder, wenn ich den Raum neu betrete, oder was? Ach, dann ignorieren wir diese Piepmatzen einfach gekonnt. Snatch! Snatch! Pokémon Snatch! Viel besser als Pokémon Snap. Bam! Kommst du bitte her, danke. Und bam, und bam, und bam, und bam, und bam, und bam, und bam. Ich weiß gar nicht mehr, was ich drücke. Ich hämmer frech fast nur auf die Tasten, aber das macht irgendwie Spaß. Bam! Bam! Okay. Voll niedergemetzelt haben wir die alle. Da ist schon wieder so eine Statue, die kommt ja alle 3 cm. Wir sind die Kreidelkling, bla bla bla. Die gewaltige Tür ist mit einer besonderen Versiegelung verschlossen. Ein Entschärfen von Volk wollen wir sammeln, die 4 Statuen geht mit. Ja, 4 Statuen sammeln, das kann sich jeder denken, der 2 Augen im Kopf hat. Ach, dieses Symbol bedeutet Gottesstatue. Okay. Da meine Lebensanzeige angeblendet wird, schätze ich, dass hier gleich Gegner kommen. Darum werde ich mein Schwert mal kurzerhand aufladen. Pokémon Snatch und Pokémon... Warten wir, bis er aufsteht. Warten wir, bis er aufsteht und... Bam! Macht zwar nicht wirklich Schaden, aber es sieht cool aus. So. Bam, bam, pow und bam und komm wieder her und zurück und Snatch nach oben und... Bam. Okay. Snatch. Snatch, Snatch, Snatch. Was ist da drin? Gehen wir einfach mal da rein. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oh, Gegnerhalle. Ich hoffe, es kommt nur ein Gegner und kein Boss. Okay, nur so ein paar Piepmatzen, die können wir ja ganz schnell unser Schwert einmal aufpumpen und alle auf einmal treffen. Ob das möglich wäre, frage ich mich gerade. Alle von den Piepmatzen auf... Naja, wir versuchen einfach ein paar zu treffen wenigstens. Und nochmal 2 auf einmal und nochmal 2 auf einmal und bam! Bam! Oh Gott, kommen da viele. Hey, das wird hier langsam wirklich spannend. Okay, bam, nach vorne. Und bam, nach vorne. Und du kommst jetzt diesmal her. Und dann mache ich so und dann so. Und dann bist du weggeflogen. Verdammt, wieso fliegst du einfach weg, wenn ich mit dir kämpfen will? Bam, und nach oben und zack, in der Luft wird er jetzt nochmal geschnitzelt. Und bam. Und du kommst auch noch her. Oder wir gehen zu dir. Oder du kommst her. Und dann gehen wir doch zu dir. Und dann gehen wir doch nochmal zu dir. Und nochmal zu dir. Und wir grapschen dich. Wir begrapschen dich. Wir sind pervers, Länge. Wir begrapschen diese ganzen Monster. Oh ja, yes, das macht uns geil. Ah, schön. Quack. So, darf ich jetzt da durch. Danke. Ja, dafür brauche ich keine extra Animation, um zu sehen, dass ich durch Türen gehen darf. Du kannst durch Türen gehen. So, ist hier irgendwas Schönes? Nö. Vielleicht doch? Vielleicht irgendwie so unsichtbar hier so drüben versteckt? Nein? Okay. Ich wollte hier nur schauen. So, hast du irgendwo was versteckt? Nö, nö, gar nichts. Ich will Secrets. Ich will Geheimgänge. Ich will Money und so weiter. So, was bist du? Sie haben nicht die Kraft, diese rostige Statue zu zerstören. Nur, was Eindruck hinterlässt, kann ihn aufbrechen. Ich kann Eindruck schinden, ich kann Eindruck aufladen und bam, und bam. Oder vielleicht bin ich nicht wirklich nicht beeindruckt genug. Okay, nein, ich bin nicht beeindruckt genug. Oh, eine Stacheldecke wäre über uns gehangen. Ist aber nicht sehr nett. Warte, was? Ach, die tauchen auf und kurz danach verschwinden sie wieder. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Okay. Noch ist es nichts Schweres dabei. Ich muss eigentlich nur zielen und B drücken.
Yay! Yeah! Wir haben das ultimativ schwere Rätsel geschafft. Und dafür zerstören wir das hier in der Seitengang. Oh, können wir nicht. Schade. Und weiter geht's. Nächster Raum. Ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet. Ach, wir sind oben. Okay. Es ging ja schneller als gedacht. Dann schauen wir doch mal. Ach, da ist auch in der Mitte eine Sperre. Ich kann nicht so hüpfen. Oder kann ich so hüpfen? Nee, kann ich nicht. Tut mir leid. Bin noch zu klein dafür. Gehen wir einfach mal da rein. Was bekommen wir hier? Wir bekommen lange Gänge. Lange Gänge sieht gut aus. Da ist aber ein riesiger Raum. Und riesige Räume bedeuten Bosskämpfe. Das sieht nicht gut aus. Der riesige Raum ist. Oh, noch mehr von diesen netten, unseren Altbekannten. Den lad dein Schwert auf und klopf auf sie, bis du so viel du kannst. Oh Gott, das war ja ein schöner Fail. Wow, die machen ja relativ viel Schaden. Ein Wunder, dass jetzt. Aber das konnten sie beim letzten Mal ja nicht zeigen, weil wir sie einfach so fertig geprügelt haben. Wow, hör auf mich einzufrieren. Lalalala. Hilfe, der hat mich eingefroren. Das kann er doch nicht einfach machen. Okay, den ersten haben wir schon mal. Bam, und den haben wir voll in die Luft gehauen und den verprügeln wir jetzt ordentlich. Oh, wir haben sogar Brutal einmal geschafft. Wir sind ja wahre Kampfgötter. Bam, nochmal in die Luft. Und jetzt packen wir nochmal mit unserer Hand und... Boah, Atomic. Weiß zwar nicht, was ich gemacht habe, aber es sah cool aus. Ey, du lebst ja noch. Lebst du noch? Nee, du bist tot. Cool. Ich erfinde neue Attacken, ohne es zu bemerken. Lalala, lad mein Schwert mal kurz auf. 1, 2, 3, 1, 2, 3, so. Hier ist doch durch, sagt doch die Map sogar. Ah, wahrscheinlich im unteren Stockwerk. Dann gehen wir da vorne durch die Tür. Weil ich sonst nicht weiß, wo lang wir müssen. Müssen. Und es schneit. Ja, ist bestimmt noch keinem aufgefallen. Das muss ich ja extra an dieser Stelle erwähnen. Die Forestwasserfälle! Oh mein Gott, Wasser in einem Eisgebiet. Wie geht das nur? Es ist paranormal, es ist gar nicht möglich. Wieso mache ich meine schönen Schläge weg? Ich guck mal, ich laufe rückwärts, während ich das auf, Leute. Cool. Ich bin so cool, ich kann rückwärts laufen, so. Oh ja, wir gehen Treppen rückwärts runter. Oh yeah, wir sind ultra. So, was ist hier so Schönes? Warum wird es hier so vorne so extra gezeigt, so als könnte ich so hinspringen? Kann ich aber nicht, schade. Okay, dann gehen wir einfach nach da vorne. La 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 la. Was ist das da oben? Das ist so ein Lebenssplitter, dachte ich. Okay, wie soll ich den bitte bekommen? Oh, Moment, ich bin draufgesprungen. Yay! Lebenskraft Stern S. Kann ich dich kaputt hauen? Nein, kann ich nicht. Kann ich da runterfallen? Etwas ist schemenhaft hinter dem Wasserfall zu erkennen. Okay. Dann müssen wir den Wasserfall irgendwann später noch ausmachen. Vielleicht müssen wir irgendwo eine Steckdose ausstecken und der Wasserfall geht auf. Irgendwas mit dem Teil da oben hat es, glaube ich, zumindest zu tun, weil das schon so zentral angezeigt wird. Und was ist das denn bitte? Ein rotes Ding? Okay. Du kannst unseren Verschluss nicht lösen. Nur ein anderer hat diese Kraft. Okay, ich bin ein Loser. La 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 la. Ich hab's verstanden. Geh ihr schon. Wahrscheinlich muss ich hier irgendwie was ganz Einfaches machen und ich verblick's voll. Egal, zentraler Innenhof. Krieg ich jetzt nochmal vor ein paar von diesen Eisgegnern. Oh ja, das war ja zu erwarten. Eisgegner! Oh Gott. Wie fail war das denn? Nochmal aufladen. Nein, 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 nur mit mir gehst du hoch. Und dann, bam, schlage ich dich nach unten. Schlag dich nochmal nach oben und dann schlage ich dich nochmal nach unten. Und ich auch. Bam, komm her und hoch und bam, bam, bam und runter. Und dann wieder nach oben, wenn wir am Boden angekommen sind. Aber du wolltest nicht. Das mag ich aber gar nicht hören. So, boah, jetzt schlagen wir auf sein Kristall hier ein. Bam! Kriegt aber sowas von aufs Maul. Nochmal Atomic geschafft. Cool. Sind ja voll die Pros. Haha. Besonders wir. So, okay. Wofür ist dieser riesige Platz hier für Dekoration? Das ist pure Dekoration. Damit ich nicht nach rechts schaue, wo es lang geht. Oh mein Gott, ein Gang. Ich hätte es nicht erwartet. Aber jetzt sind wir bei dem... Achso, da kommen wir auch nicht hoch auf der Seite. Schade. Ich weiß ja gerade nicht mehr, wo ich lang müsste oder wo lang ich renne. So, jetzt sind wir auf der Seite.
Ja. Da ist ein Bild von dem Typen. Da oben wäre irgendwas Schönes, wo wir nicht drankommen. Dort rechts ist eine blaue Tür, die wir, ein blaues Ding, das wir sogar kaputt machen könnten. Ja! Hurra! Endlich etwas, was wir benutzen können in diesem verdammten Spiel. Yay! Und was passiert? Oh, wir lösen einen Teil der Mauer auf. Wir können durch diese Tür gehen. Das wird uns 7-mal symbolisiert. Oder ist generell alles weg? Sieht aus, als wäre generell alles weg. Okay. Kann ich mit dem Bild reden? Okay. Auf der riesigen Leinwand ist euer Hochwürden zu erkennen. Ach, er heißt sogar euer Hochwürden. Was ein schöner Name. Ja, wie ist dein Name? Hochwürden. Euer Hochwürden. es wurde dank des Mannes in Rot zur Erinnerung aufgehängt. Ja, dank des Mannes in Rot. Der Mann in Rot ist ja wohl, wie bekannt, Dante scheinbar? Nee, Dante hat ihn doch umgebracht. Verwirrung! So, gehen wir nochmal da rein. Galerie! Können wir mit den Bildern reden? Nein, können wir nicht. Können wir mit der Ritterstatue reden? Sollen wir scheinbar nicht, weil uns andere Gegner zum Spielen erscheinen. Aber ich bin mit der Ritterstatue. Yay! Ich habe schon den Schatten gesehen von den komischen Viechern. Und die Schatten sehen da an der Wand sehr komisch aus. Okay, bam! Bam! Und... Wow, es lohnt sich ja gerade richtig, dieser Angriff. So. Hoch und in der Luft noch ein bisschen einprügeln. Bam! Du kommst auch nochmal nach oben in die Luft. Und dann nochmal runter und bam! Und dann laden wir unser Schwert einmal auf. Bam! Und prügeln alle sie so weg. So, und dann rüber und hoch und runter und boah, in alle Richtungen schlagen wie sie. Das ist ja purer Wahnsinn hier. Bam, bam, bam. Und nochmal, den hauen wir auch noch runter. Bam. Und bam. Ach, einfach die ganze Zeit in die Luft prügeln. Das ist doch das Beste, was man machen kann. Bam, bam, bam. Und jetzt kriegt er nochmal den hier. Und du lebst auch noch. Das hatte ich natürlich nicht übersehen. Ah, oh, wir hatten fast was Besseres als Atomic geschafft. Das hatte ich versucht zu erreichen. Ging aber leider nicht. Ich mit meinen coolen Action-Effekten beim Kämpfen. So, du bist, ja, du bist so eine Laterne, die ich nicht benutzen darf, weil ich nicht cool genug bin. Habe ich schon verstanden. Ich gehe schon weiter. Einfach da rein. So, wo sind wir jetzt? In der Bibliothek. Okay, und schon wieder so eine Statue. Ja, ich krieg doch nicht mal Punkte die ganze Zeit. Was soll ich denn mit so vielen Statuen? Ja, den Statuen haben sie auf jeden Fall nicht gespart. Ach so, kann ich einfach reingehen. Okay, what the fuck? Kamera, oh fuck. Oh, mal schönere Türen. Weil was? Weil irgendeiner Cutscene. Okay. Wurde in die Bibliothek gesperrt. Nein, ich hab Bücher alleine. Meine Schwachstelle. Bücher. Bildung. Okay, wer ist das denn? Welche Weg? Kann der auch reden? Ich glaube, der ist ein Dämon. Auch mit einem Buch natürlich. Ich glaub's auch. Mit einem Buch hält er den Angriff auf. Hey, ich hab ein Motorschwert. Bin viel cooler. Kannst du aufladen. Warte, 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 warte. Okay. What the fuck, der hat ein... Okay, er ist cool, er hat einen Motorantrieb. Das ist wohl dieser weiße Engel. So, kann ich mal schauen. Okay. Er wird scheinbar... Ah, wir müssen ihn von hinten angreifen. Ich verstehe schon. Bam, bam, bam. In der Luft einfach auf ihn drauf prügeln. Und dann wieder überspringen. Und bam. Und nochmal dasselbe. Und nochmal in die Luft prügeln. So. Wir müssen einfach nur unseren Dämonengriff benutzen. Über ihn drüber springen. In den Rücken reinkloppen. Und bam, bam, bam. Bitch-slapping. Und nochmal das Ganze. Bam. Ja, als würde ich dir deinem Klon da glauben, oder? Ich hab schon gesehen, dass du der Echte bist. Oder sind das jetzt zwei? Ich weiß es nicht. Sollen wir auf Wayne sein?
Ah, er kann sich auf jeden Fall irgendwie klonen. Finde ich. Ja, komm doch her! Oh oh. Okay. Das macht mir ein wenig Angst. Aber jetzt wird er ordentlich in den Rücken geprügelt, der Sack. Bam, in den Rücken. Und er ist besiegt. Okay, das war gar nicht so schwer, wie ich gedacht hätte. Jetzt rollt sein Kopf noch runter und den setzen wir uns natürlich gleich auf, schnüffeln ein bisschen drin rum. Oh, Dämonen. Oh. Leer. Kriegen wir vielleicht jetzt seine Flügel und haben auch so einen Powerboost? Nein, schade. Aber wir haben sein Helm in der Hand und er leuchtet episch und ist weg. Dämon mit einer Ordensrüstung. Okay. Da geht eine Kammer natürlich auf, genau nachdem wir den Dämon besiegt haben. Und wir sind in der Cutscene schon ein bisschen hingelaufen, aber müssen natürlich nochmal von vorne ein bisschen laufen. So, was ist hier Feines drin? Oh ja, das hat sich ja gelohnt, diese 5 Schritte zu laufen von alleine. Vielleicht wäre in dem Raum was drin gewesen. Egal. Nächste Dämonenkraft für uns, würde ich schätzen. Damit wir diese komischen Teile benutzen können, was auch immer diese komischen Teile machen. Anima Mercuri! Eine künstliche Seele, die durch Alchemie hergestellt wurde, haucht einen leblosen Leben ein. Okay. Das war schon die Mission. Mission erfüllt. 25 Minuten, 22 Sekunden. Zielpunkte, 7000. Kugeln, okay. Keine React, keine Strafe. Schön. Rang B, soll mir auch recht sein. Neuer Rekord und 600 von diesen komischen Punkten. Ein neuer Teil der Devil May Cry Geschichte ist jetzt freigeschaltet. Wir speichern. Ja. Inhalte werden gespeichert. Okay, weiter.